Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Du heiliges Irgendwas, wir haben hier die größte Nervensäge, die Piranha Bytes jemals erfunden hat, an der Backe. Und ich fürchte, ja, die bleibt uns leider Gottes auch erhalten für eine sehr lange Zeit, da ich ja kein Unmensch sein möchte in dieser Variante des Spiels, ja. Nehmen wir halt diesen armen Tropf mit, der einfach nicht den Mund halten kann, außer gerade eben per Zufall. Aber in ein paar Sekunden, denke ich, wird er wieder anfangen, irgendwas daherzulabern und unseren Geduldsfaden äußerst anzuspannen und ihn geradezu zum Zerreißen zu bringen. Jo. Ich sollte zurück ins Dorf. Ich bin aber gerade. Ja, den einen können wir noch klatschen da vorne, ne? Den Krallenaffen hier. Den können wir noch machen. Was wir haben wir, ne? Ist ja alles Ruhm. Wir haben eben also einen Alligator haben wir versäumt, weil dieser eine blöde Wächter am Tor musste den ja unbedingt umbringen. Es ist halt lästig, aber was soll man machen? So. Au, oh, ist das ein Blau, also Blaukralle, ja natürlich. Blaukralle und noch eine Blaukralle. Ich dachte, stand. Ui, Mut. Ja, fast Mut umgebracht. Naja. Nicht vergessen. Wir wollen ein guter Kerl sein. Das heißt, wir müssen auch manchmal unseren Geduldsfaden, unsere Nerven strapazieren. Das gehört dazu, zum guten Menschen sein. Ja. Viel Geduld und Mitgefühl braucht ein gutes Herz. So. Oh, hast du mich gerade getreten? Ja, würde ich auch sagen. So, der andere war jetzt, glaube ich, hier irgendwo, oder? Oder auch nicht. Egal. So. Die zwei hätten wir schon mal. Wo geht's hier lang? Ich sehe eine Blume. Da herüben. Hier, da. Eine Schädelblume. Und mehr nicht. Ui, ein Panda. Ich habe jetzt gerade Glück gehabt, dass ich ihn nicht. Ach so, die Spinne. Jetzt dachte ich schon, der Panda kommt. Zwei Spinnen sogar. Egal, das schaffen wir, glaube ich. Hoffe ich. Da. Immer fester drauf. Dann wird sie schon irgendwann sterben. Da, einmal noch. So, und der nächste. Au, au, au. So, zack, zack. Immer schön feste drauf. Ich meine, so ist der Mut ja nicht schlecht. Er ist uns wenigstens nicht im Weg. Das ist schon viel wert. Das ist schon sehr viel wert. Ach, das ist ein angemalter Stein. Ich dachte schon, was ist denn das für ein komisches Ding? Er ist uns wenigstens nicht im Weg. Da muss ich ja schon zufrieden sein. Hier haben wir auch ein Krallenäffchen. Den machen wir auch gleich mit platt. Dann würde ich mal sagen, warten wir uns mal zurück zum eingeborenen Dorf. Weil wir möchten ja die Quest abgeben oder Bescheid geben, dass wir die Lunchbox da abgegeben haben. Den Proviantbeutel. Ja. Und dann werden wir mal die Piraten runterschauen. Mal schauen, wie viel Goldmünzen wir haben. Ich fürchte leider nicht allzu viele. Aber Das war schon eine ziemlich große Sauerei, mich einfach in den Dschungel zu schicken. Wie bitte? Na, die Piraten. Sie haben mich einfach weggejagt. Das So eine wundert mich Frechheit. nicht. Der Dschungel ist gefährlich. Ich könnte tot sein. Ja, könntest du. Bist du aber nicht. Wenigstens einer, der Mitleid mit mir hat. Geht. Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben, nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit dem Palaver. Wir haben ja noch einen Tempel zu plündern. Ja, danke. Er ist so gnädig. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich schaue mich hier nur gerade ein bisschen um.
Aber ich glaube... Aha, wir sind eh schon wieder hier. Ah ja, den Deacon können wir auch noch besiegen, versuchen. Ich weiß, dass wir noch keine Stoßzähne etc. plündern können, kein Horn und nix. Wow! Bitte bei uns. Au. Dankeschön. Oh, das war kein großer, keine große Heilung. Bei uns, du darfst auch. Ich sollte mal, genau. So. Zack. Zack. Gleich hammern. Und da drüben habe ich noch einen Gorilla gesehen. Den machen wir auch gleich platt. So. So. Können wir leider nichts nehmen. Aber mal schauen, ich glaube, hier wächst was. Und hier ist nur ein Skeletti, ne? Ja, schade. Egal. La da 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 da. Ich meine, ein Pirat zu sein wäre auch lustig. Ich bin ja noch am Überlegen, ob ich hier wirklich die Karriere eines Magiers einschlagen sollte. So, die machen wir auch platt, dann haben wir hier nämlich Ruhe, hoffentlich. Bones, kommst du heute auch mal? Ich werde da gerade tierisch verhauen. Ja, okay, die Heilung ist echt schon etwas mau, ne? Alter, jawohl, jetzt. So, jetzt geht was. Au, au. So. So. Und nochmal. Au. Au. Mistviech. Au, au, au. Ja, 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 ist schon gut. Bones. Bitte. Walte deines Amtes. Der hat halt, der kann halt ordentlich, ne? Der kann ordentlich. Au. Au. So, und nochmal. Und nochmal. Au, au, au. Jawohl, jetzt haben wir. So, jetzt müsste hier etwas Ruhe sein. So, ich schaue nur noch schnell, ob hier noch eine Blume ist. Ja. Fingerblatt. Aha, da oben liegt was. Seht ihr das? Wir brauchen einmal den Papageienflug. Gut, ich bleib hier. Einen Jadestein. Ich müsste mich jetzt nochmal... So. Da drüben wäre noch einer. Ach, gekommen. Naja, ist egal. Wir holen uns den jetzt mal. So. So, ich muss nur schauen, dass ich hier gut lande. So, schön. Und dann hätten wir noch eins. Waren wir bei der Truhe schon? Au. Ja, die ist leer, passt. Okay. Jetzt müssten sie eigentlich wieder kommen, die Burschen, ne? Nö. So nicht. Okay. Dann gehen. Ja, bitte. Beide schließen sich uns an. Sehr gut. So, das wollte ich noch machen. Dann wollte ich noch, wenn wir. Wir haben ein bisschen Fleisch, das werden wir gleich alles anbraten. So. Hast du noch was zu sagen? Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Freundschaft, bla bla. Na, kaufen tun wir da nichts. Das holen wir uns schon anständig. Ich will es zumindest mal probieren. Dann, also ich möchte mich jetzt dann doch gerne porten. Und zwar, wie gesagt, beim Dorf. Hier müsste genau da. So. Sind wir ganz schön abgedriftet eigentlich. So, und möchte mal schauen, ob wir hier Bericht erstatten dürfen. Wegen dem Proviant, den wir da gegeben haben. Hallo. So. Die haben auch schon extra eingeheizt für uns. Einmal saufen, schadet nicht. So, köstliches Regenwasser. Mit einem. Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Sie nennen sich auch die Kieler. Mhm. Genau wie die Insel hier. Ist das nicht witzig? Das ist ja sehr scharfsinnig. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ich meine ja nur, du musst echt aufpassen auf die Kerle hier. Ehe man sich versieht, hat man einen Speer im Rücken.
Halt einfach die Klappe und lass mich machen, okay? Ich wollte ja nur, dass du Bescheid weißt. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja. Ui, da steht eine Flasche mit Grog für uns. Sehr gut. Wo ist er denn? Da ist er. Servus, Ixil. Ich habe Baraka das Essen gebracht. Ich habe Baraka das Essen gebracht. Gee, das hast du gut gemacht, gut. Gell? Ja. Du hast Ixil einen großen Dienst erwiesen. Dir? Gee. Und natürlich deinen Freunden, den anderen Gutschos. Nun geh. Ixil muss Vorbereitungen treffen. Was hast du denn vor? Nicht so schnell. Was sollte, es hat die ganze Aktion gebracht. Ich rate dir, mich nicht zu verarschen. Nein, das da. Nicht so schnell. Was hat die ganze Aktion jetzt gebracht? Unsere Taten werden mit der Zeit belohnt, Gutscho. Zerbrich dir nicht weiter den Kopf darüber. Oje. Schon bald wird jedes Problem gelöst sein. Die Hike der Kieler werden mit Stolz auf Ixil herabblicken. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir was Gutes gemacht haben. Der schon sagt, das Essen schmeckt komisch. Ich hoffe, der hat ihn nicht vergiftet. Bring mir etwas bei. Das ist alles sehr teuer hier. Tschüssi. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dem armen Torwächter da Gift verabreicht haben durch das Essen. Das wäre jetzt aber überhaupt nicht schön. Der arme Teufel. So, wir gehen zu den Piraten. Was wollte ich eigentlich dort? Ach ja, lernen, wie man Äffchen zähmt, ne, oder so. Ja. Aber da fürchte ich, habe ich zu wenig Kohle dafür. Hallo? Wo gehen wir eigentlich hin? Das weiß ich noch nicht, aber du wirst es ja gleich sehen. Ich wollte nur sicher gehen. Man weiß ja nie, was einem hier im Dschungel so alles auflauert. Habe ich dir eigentlich erzählt, wie ich... Nein, das hast du nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Du musst ja nicht gleich ausrasten. Ich kümmere mich doch nur um unsere Sicherheit. Dann mach das, aber halt die Klappe dabei. Ich muss mich konzentrieren. Na, sag das doch gleich. Ich bin still wie eine Leiche. Schöne Anspielung. Tafelsilber? Ich habe hier etwas Tafelsilber. Glaube ich. Ein Teller. Danke. Bitte. Lernen? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Das muss ich erst schauen. Gegenangriff, Klingen, na, der war das nicht mit dem Affen. Ach, du Heilige. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wer uns das beibringen hätte können. Halt, da liegt was. Ein Goldsack. Mhm. Sehr gut. Wahrscheinlich hat er gehofft, wenn die alten Stiefel hier liegen. Mach, dass du Land gewinnst. Ja. Vielleicht hat er gedacht, wenn die Stiefel hier liegen und schön stinken, dass dann niemand auf die Idee kommen würde, dass da ein Geldsack liegt. Hallo. Lernen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Äffchen, wenn du das kannst? Nein, kann er nicht. Entschuldigung, die Störung. Und du? Handeln. Beibringen. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Äffchen, kritischer Treffer, Dolch, Messerstecher. Nein, tut mir leid, das stimmt auch noch nicht ganz. Hank. Wer ist Hank? Hallo. Beibringen. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Äffchen lernen. 1000. Kann ich das schon? So gut bin ich auch nicht. Ja, das habe ich befürchtet. Okay, er kann Äffchen verkaufen. Was kannst du verkaufen? Ich will was verkaufen. Alles, ja, das passt ganz gut. Okay, dann gucken wir mal, ne? Was hätten wir denn da im Angebot? Wir können auf jeden Fall mal das Gorilla-Fällchen hier, also mal auf jeden Fall die Perlen. Die schwarze Perle mache ich lieber noch nicht. Diamant haben wir nur einen, magischen Kristall lassen wir noch, ich möchte ja noch immer gern eigentlich Magier werden. Die Zungen lassen wir mal, die Krallen, das Fell, das Jaguarfell, das Luchsfell, das Gorillafell. Fell eines Silberrückens. Ist das jetzt wohl kein Questgegenstand? Letzte Worte. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Dietriche brauchen wir noch. Kristallfackel. Papageienflug.
Schleichender Tod. Das mit dem Silberrücken lasse ich nochmal. Ich bin mir gerade nicht sicher, wir mussten ja irgendwann mal irgendwelche Sachen sammeln. Ich würde mal sagen, wir akzeptieren das so. Und jetzt da, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Ja, bitte einmal Äffchen zähmen. Ich bin noch nicht gut genug. Jetzt brauche ich Einfluss auch noch. Okay, warte. Charakter. Der eine Flüss, da haben wir erst 10. Oh weia. Ach, das kostet dir... Ah, nein, das kostet nur Ruhm. Kein Geld. Okay. Puh. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Jetzt müsste es passen. Ja. Jetzt aber, oder? Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Und jetzt. Erzähl mir, wie Danke. Ich mit einem Affen umgehen muss. Bei Affen musst du höllisch aufpassen. Sie sind klein genug, um auch in die winzigsten Spalten zu kommen. Und ja. Unauffällig genug, um unbemerkt zu bleiben. Wenn du so ein Biest unter deiner Kontrolle hast, werden dir einige Plätze offenstehen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie existieren. Und ich habe schon eine Idee, wo wir das mal ausprobieren können. Panzerknacker lernen. Kein Schloss ist vor deinem geschickten Fingern sicher. Deine Schlösserknackentalente steigen um 10 pro Stufe. Ui, jai, jai. Das wäre halt auch nicht schlecht. Was da brauchen wir. Verkaufen? Da müssen wir aber noch ein bisschen was verkaufen, weil wir haben noch keine 500. Spinnenstachel. Also kaufen, hoppala. Ich dachte schon, hm? Na, das passt nicht. Schnaps der Magie. Und ich lasse das jetzt mal. Warte. Tschüssi. Jetzt ist die Frage, ob wir ein Äffchen in der Wildnis benutzen dürfen. Oder ob wir... Hi, kleiner Freund. Und ob wir uns noch ein Äffchen kaufen müssen, was ich eher glaube. Na, kleiner Freund? Ja, das war anstrengend, das glaube ich dir. Ich fürchte nämlich... Oder ist das ein Zauber? Na, Zauber war das nicht. Man musste sich ein Äffchen kaufen, glaube ich, damals, ne? Benutzbar Äffchen. Doch, hier haben wir es schon. Passt alles. Alles gut. Damals musste man sich nämlich noch ein Äffchen kaufen. So. Also, mein kleiner Freund... Hallo, na? Hallo. So. Dann schauen wir mal, ne? Jetzt sind wir hier drin. Den Teleportstein können wir schon mal mitnehmen. Das ist sehr gut. Und ich Trottel dachte die ganze Zeit, wie komme ich denn da rein? Äffchenschädel, Zähne, Goldklee, okay. Und hier? Proviant, Krug, Rum und noch mehr Proviant. Okay. Ja, warum nicht? Ist ausgiebig, oder? Ist in Ordnung. Noch eine Truhe wird es hier, glaube ich, nicht geben, ne? Hier können wir noch raus. Hier gibt es nichts zu essen. Ich bin ein Äffchen. Schau mal, ich bin lustig. Ich gehe wieder. Tschüssi. So. Prächtig. Ja, bitte. Sehr gut. Das klappt hervorragend. Wir sind genesen. Wir können das mit dem Äffchen. Das passt ja schon mal. Das heißt, wir können uns wieder zurückporten, ne? Dann porten wir uns wieder zurück. Caramba. Das war jetzt... Wenn ich mich hier hinporte, da sind wir fast schneller, wenn wir da uns hinporten, da wieder runterrennen, darüber, ne? Oder? Bahati. Ich glaube schon, ne?
Machen wir einfach mal. So, wir sind wieder da. Äffchen, Äffchen, Äffchen. So. Na, darunter fallen wir nicht so gesund. Da müssen wir jetzt ins Dorf und von dort rüber, runter und dann runter rüber und so weiter. Da. Jetzt laufen wir mal ein Stück. So. Wäre vielleicht mit dem Papageienflug schlauer gewesen. Das könnte schon sein. Einfach mal runtersegeln und gut ist. Wenn ich dir helfen soll, musst du es nur sagen. Danke. Nee, lass mal. Alles gut, ich mach das schon. Mhm. Ich kann auch ordentlich zupacken, wenn es sein muss. Ich kann es dir gerne mal zeigen. Also. Ich sag dir, lass es. Du tust dir nur weh dabei. Okay, dann später vielleicht. Boah, wie gemein. Ich fühle mich da schon ein bisschen schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier runter, hier rüber. So, dann ist er... Bin ich da jetzt verkehrt? Ich glaube nicht, darüber, ne? Hier rüber und hier rauf. Dann war es scharf nach links. Und hier müsst sein, genau. Hallo. Ohne Aurikulki kehrt Pamir niemals heim. Okay, es tut mir schon leid. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern das Ganze mal. So. Geht schon. Speichern. Ja, bitte. Und dann probieren wir unser Glück mit unserem kleinen Freund hier. So, mein Lieber. Ja, ich bin süß. Ich bin ein Äffchen. Schau mal. Hallo. Hallo. Ja. Hihi. Der freut sich, der Gnom. Hihi, das ist voll süß. Das ist lieb. So, ich finde das Loch gerade nicht. Hier, da so. Dann schauen wir mal, ne? Oh, Gold. Gold. Bananen. Kleiner Ohrring. Gold. Und noch eine Banane. Alles, alles? Ich glaube, alles, alles. Sehr gut. Ich will wieder zurück in deine Tasche, bitte. Ja, bitte. Nix da, Mimi. Hier, bitte, Pamir. Kommt dir das hier bekannt vor? Kommt dir das hier bekannt vor? Mein Aurikulki, du hast es gefunden. Homi grande, Kumpo. Ist der Affe tot? Nein, von dem fehlt jede Spur. Egal. Homi bekommt trotzdem einen Teil von Pamirs Schatz. Ein Teil? Ach so, Saphir, danke schön. Was machst du jetzt? Was wirst du jetzt tun? Lucky nach Glitzersteinen. Je mehr, desto besser. Wenn alle Taschen voll, baut Pamir sich ein Floß und segelt zurück nach Hause. Und dann gibt es ein großes Fest. Oh. Wir sehen uns, Homi. Das würde mich freuen. Ich mochte auch den kleinen Gnom damals im Zweier, den wir zu seinem Aurikulki verholfen haben, welches wir doch die ganze Zeit eigentlich, oder die meiste Zeit, bei uns getragen haben. Das war ein Erbstück damals von seinem Papa hier, vom Stallbart höchstpersönlich, ein Dreispitz, glaube ich, war es, ne? Also ein Hut, ein Piratenhut, den wir dann unserem kleinen Gnömchen als Dank für seine, ja, für seine Freundschaft eigentlich, ne, überlassen haben, damit er zurück nach Hause gehen kann am Ende des Spiels. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich schaue mich jetzt mal kurz um. Natürlich trigger ich dieses Mistviech hier. Naja, was soll's. Au, Bones, danke, du darfst nämlich auch mitkämpfen. Du darfst, stell dir vor. Au, au, au. Zack, zack, zack. Und einmal geht noch. Zack. Was auch interessant wäre zu lernen, wäre definitiv der Schmied. Oi, oi, oi. Wäre definitiv der Schmied, finde ich. Weil wir könnten schon, wir hätten sonst schon längst können, das Schwert vom Dingsbums wieder zusammenfügen. Vielleicht hätte ich das auch machen müssen. Konnte man einen Schmied lernen damals schon auf der Insel, auf der Karigua? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht wäre das Rätsels Lösung gewesen, um die Quest ordentlich zu beenden. Hm. Naja.
Versaut ist halt versaut. Los doch! Ich hasse Insekten. Ja. So. Du hässliches Viech. Das ist echt hässlich. Okay, wir sind jetzt eigentlich pleite, ne? Es wäre halt wirklich schön, wenn wir da... Wow! Ja. Kackviech, genau. Ich wollte nur gerade schauen, hey, cool, eine Truhe, und dann kommt da so ein Mistviech aus dem Boden raus, ne? Ja. Ah ja, 110, ist eh klar. Fechtschwert. Oha, ist das besser, als wir haben? Ausrüstung? Rechte Hand. Fechtschwert. Na, nicht unbedingt. Das Krabbenstecher, ich denke immer, das ist das Krabbenmesser. Krabbenstecher ist noch immer stärker, aber wir können das Fechtschwert dann trotzdem verkaufen, ne? Supi. Ui, die hat ein Auge. Wahnsinn. Ich glaube, das ist die erste Spinne, die tatsächlich Loot für uns hat. Zwar kein schöner Loot, aber naja, besser als nichts. Mal ein bisschen Proviant essen. Und noch einmal speichern, würde ich sagen. So, und dann schauen wir da vorne noch uns ein bisschen um. Und dann würde ich sagen... Ja, ja, los. Au. Au. Bei uns. Bitte. Zack. Au. Ja, ich zeig's ihm schon irgendwann mal. Zack. Willst du draufhauen? Au. Draufhauen, bitte. Au. Also. Bei aller Liebe, ne? Da. So. Immer feste drauf. So. Und einmal noch. Jawohl. Scheiß Spinnen, das kannst du wirklich laut sagen, ja? Das kann man wirklich laut sagen. So, hat die jetzt auch Loot für uns? Da hinten ist sie, glaube ich. Nein. Oder nicht? War das die falsche? Nein, die hat, glaube ich, nichts für uns. Nee, nee. Aber Erfahrungspunkte immerhin. Ui, wo kommt der jetzt? Wo kommen die beiden jetzt her? Oje. Bei uns, du darfst auch mal. Au, ja, kämpf endlich. Das würde ich auch so unterschreiben. Au. Zack. Au. Au. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und. Nochmal drauf. Nochmal drauf. Und. Nochmal drauf. Super. Synchronsterben. Sehr gut. Also es ist echt ärgerlich, dass die kein Fleisch geben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mich hier weiter in die Wildnis begeben sollte. Ohne Sinn. So, die hüpfen gleich mal so mit Sprung, mit Schwung rauf, meine ich. Mit Sprung, genau. Jo. Wie schaut's denn questmäßig aus? Ah ja, stimmt. Streit um die Wasserquelle und so weiter. Da hätten wir einiges. Zerbrochenes Erbe. Psittacus Blumenkuss Dings da. Echtes Zilber. Hey, der hat den Teller nicht angerechnet. Schweinerei. Vernebelter Geist. Ein Zeichen der Freundschaft. Ich würde sagen, machen wir doch mal, ne? Da können wir uns super klasse hinporten, das geht. Probieren wir es einfach mal. So. Sind wir schon wieder da. Der kennt sich eigentlich gut mit solchen Sachen aus, ne? Aber in dem Fall nicht. Dann muss es jemand von da drüben sein. Ups.
Hallo, Buß. Patty hat ein paar Probleme. Na, das machen wir lieber nicht noch. Slim. Was wirst du jetzt mit deinem neuen Leben anstellen? Was wirst du jetzt mit deinem neuen Leben anstellen? Naja, erstmal werde ich mir bei Buß einen saufen. Und dann? Sauf ich noch einen. Okay, du hast also noch keine Ahnung, was du machen wirst? Klar doch, ich werde für jeden Tag dankbar sein, den ich noch erlebe und... Säufst dir einen. Naja, schon verstanden. Ja, jeder kann halt was, ne? Er kann halt das. Wir können übrigens brauen, stimmt. Rezept Fusel. Braucht der auch Zucker? Tatsächlich. Und der Schmerztöter? Braucht auch Zucker, ist eh logisch. Ich glaube, das lassen wir noch derweil. Wir müssten da irgendwie eine stetige Zuckerquelle kriegen. Naja. Dem ist halt momentan noch nicht so. Was willst du von mir? Du bist einer von ihnen. Dein falscher Blick verrät es mir. Sie haben dich geschickt, um mich zum Schweigen zu bringen. Drehst du jetzt völlig am Rad? Der Teil mit dem zum Schweigen bringen lässt sich einrichten. Mich hat niemand geschickt, komm zu Verstand, ja? Mich hat niemand geschickt, komm zu Verstand. Mich täuschst du nicht. Ich sehe es dir an. Du bist besessen. Aber ich habe dich durchschaut. Dein Plan, Unfrieden zu stiften, wird scheitern. Ebenso wie Douglas gescheitert ist. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Geh mir aus den Augen. Du hast dir im Lager nichts verloren. Ich glaube, wir beenden mal die Quest und schauen dann uns bei dem Kerl hier weiter um. Also ihr Lieben, also beziehungsweise quatschen mit dem halt weiter, ne? Das ist doch offensichtlich. Aus der Dunkelheit werden wir beobachtet. Wir können uns ihren Blicken nicht entziehen. Ja. Und wenn der Schlaf dich übermannt, ist es schon zu spät. Ich warne. Sag mal, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Wolltest du nicht die Klappe halten? Ich meine ja nur, ich habe irgendwie ich das will Gefühl, doch, dass wir noch viel effizienter sein könnten. Ich mach dir mal ein paar Vorschläge, wie ich das meine. Nein, das machst du nicht. Aber... Du machst deinen Mund nur noch auf, wenn du gefragt wirst, verstanden? Das ist eine klare Ansage. Kann man sich nachrichten. Also gut, dann mach erstmal einfach weiter, okay? Was? Oh ja. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, sei ruhig da hinten. Und ja, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Der murmelt was zusammen. Schlimm. Tschüss.